Ich bin Tanja, ich bin hier im Führungsteam bei Kevox und hauptsächlich zuständig für das Marketing und für das Recruiting. Kevox entwickelt und vertreibt Software und Apps für die digitale Dokumentation. Das bedeutet, dass wir wirklich dafür sorgen, dass das Klemmbrett zu Hause bleibt und die Dokumentation in allen technischen Branchen digitalisiert werden kann. Im Marketing sorge ich dafür, dass wir nach außen hin eine brillante Wirkung haben. Das heißt, dass wir sichtbar sind. Ja, und im Recruiting, da sorge ich dafür, dass wir hier wirklich die richtige Teamzusammenstellung bekommen. Ich möchte die richtigen Menschen auf die richtigen Stellen setzen und wirklich auch Verantwortung dafür übernehmen, dass sich hier jeder wohlfühlt. Besonders viel Spaß macht es mir wirklich, die Message von innen nach außen zu bringen. Also das kann man auf zwei Ebenen sehen. Einmal, dass wir im Team unsere Kultur nach außen hin tragen, um so wirklich zu strahlen. Das ist jetzt so der Employer Branding Recruiting Aspekt, aber auch eben die Message nach außen bringen im Marketing und wirklich die tollen Produkte an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Das bedeutet für mich, je mehr Aufmerksamkeit wir eben mit dem Marketing bekommen, desto mehr können wir unsere Produkte ja auch wirklich im Einsatz draußen sehen, was mir eine unfassbare Freude macht, einfach zu sehen, wie wir die Branchen digitalisieren. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das Team von Kevox kann man eigentlich kaum beschreiben. Man muss selbst herkommen und sich das anschauen. Hier wird mit Humor gearbeitet, hier wird gelacht am Arbeitsplatz. Hier ist man locker, die Türen sind alle offen, wir laufen von Raum zu Raum. Also das muss man sich wirklich einfach mal selbst anschauen. Es macht riesig viel Spaß. Das Bewerbungsverfahren bei Kevox läuft so ab, dass wir zunächst ein Telefoninterview führen. Das führe ich auch persönlich. Das bedeutet, dass ich unsere Kandidaten und Kandidatinnen sofort kennenlernen darf. Wir machen das auch direkt in der Du-Form. Und dann folgt ein Videogespräch oder ein persönliches Gespräch, je nach Lage. Und abschließend werden wir dann auch gucken, ob die Kandidatin oder der Kandidat kulturell zu unseren Werten passt. Wir uns also für sie oder ihn entscheiden, aber natürlich auch, ob der Kandidat oder die Kandidatin sich für uns entscheidet.